Wir spielen Super Toastcard. Hut an der Part von Swisscard 0.9.a. Wir machen weiter mit der Map The Lava Island. So heißt die Map wenigstens, also soweit ich weiß, heißt die Map so. Und wir nehmen ein zufälliges Card. Und schauen hier mal Lava Island an. Nups, das ist die falsche. Lava Island ist wo? Hier nicht bei voller Spitzseite, sondern hier bei 3 Trefferkampf. Und dann bei... Hier, Lava Island. Genau, Lava Island. 6 Spieler unterstützt. Ziemlich cool. Hier, einfach Lava Island. Und 6 Spieler könnten das Titel spielen. Aber da das nicht gegen Bots geht, ist es eigentlich ziemlich, ja... Könnte man 6er Splitscreen machen, aber das geht ja in dieser Version noch nicht. So, dann fahren wir die mal. Es ist einfach das normale Island, also die Insel, aber eben mit Lava und Magma. Das ist eben das Besondere hier und alle Steine sind eben so Lavafelsen. Und es sieht alles ein bisschen, ja, mehr angepasst aus an so ein bisschen Nurlock-Style, sagen wir mal. Also, die Insel im düsteren Look, kann man sagen. An sich wird es eigentlich schön gemacht, auch die Hintergründe sind eigentlich ganz nice. Man kann weiter ins Wasser, bzw. hier in die Lava fliegen, was auch nicht schlecht ist. Und... Ja doch. Kann man sich schon mal gut geben. Und ich habe sogar jetzt getroffen mit dem einen, wie auch immer. Upsala, bin ich in die Lava gefallen. Okay. Wie sieht's denn hier aus, wenn ich hier nochmal den abfeuer? Nicht getroffen. Also wenn man unten steht, kann man zum Beispiel von Muffins schwer getroffen werden, wenn man nicht genau zielt oder nicht genau daneben steht. Ist sehr interessant. Hier drüber kann man auch fahren, okay. Die Map ist schon ziemlich cool, muss man sagen. Ich zeige euch auch noch gleich ganz kurz die Magma, also die normale Inselmap, damit ihr Bescheid wisst, wie die aussieht. So. Dann fahren wir mit dem hier. Upsala, los geht's. Und wo sind die anderen jetzt? Hier da vorne. Das ist die falsche Richtung. Egal. Ja gut, ist ein bisschen blöd, dass eben die ganzen Add-ons, die ganzen Arenen eben nicht, dass man die nicht im nicht gescheit spielen kann in Sachen Einzelplayer, also man kann es eben nicht gegen Bot spielen, was ein bisschen schade ist. Natürlich könnte ich mir jetzt auch jemanden herholen, aber wen finde ich halt nicht, der lokal Multiplayer mitspielen möchte. Der Clash-Deck-Dose oder so wäre sicher am Start, aber ich weiß halt nicht, wie es mit der Zeit und so weiter aussieht. Und ich überlege es mir mal, auf jeden Fall diese Session mache ich jetzt einfach noch so normal und dann werden wir sehen. Vielleicht kommt danach was, ihr könnt mal oben schreiben, ob es ihr feiern würdet, wenn ich das Projekt... Ob ich es noch alleine hochladen soll oder lieber nicht. Und ich würde die Map eigentlich, ja, hab nichts zu meckern eigentlich. 3 Sterne geben. Ich finde super. Ich will noch kurz eine Sache euch zeigen, und zwar die Map Insel. Hier. Wo ist denn die alle Maps? Hier, Insel. Kampfinsel. Wenn man die mal kurz anschaut, ist es dieselbe. Aber mit Palmen und so weiter und nicht mit Lava. Deswegen gibt es hier auch 3 Sterne von meiner Seite. Ist sehr schlecht bewertet worden. Ich weiß gar nicht warum, weil mir hat es echt gut gefallen. Und ja, und das war's auf der Folge. Ihr könnt abstimmen, wie viel ihr der Map geben würdet, wie viele Sterne. Ich sage dann, also, ciao, euer Zickerfix. Tschüss.